willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch heute mit und zwar wird in mein Laola-Gehege heute ein Hamster von der Hamsterhilfe NRW einziehen und der kleine Mann kommt per Mitfahrgelegenheit zu mir. Ich habe über BlaBlaCar jemanden gefunden, der die Strecke bis zu mir fährt, von Nordrhein-Westfalen weg. Und habe bei der Person angefragt, ob ein Hamster mitreisen dürfte. Habe versucht, die Situation so ein bisschen zu erklären, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Und die Person hat zugesagt. Dann durfte ich einen Platz buchen. Und der kleine Mann ist jetzt unterwegs. Es handelt sich dabei um Hayo. Hayo ist ein Goldhamster. Der hat so eine rötliche Farbe und sitzt schon relativ lange bei der Hamsterhilfe. Er ist ein relativ ruhiger Geselle, der aber auch gerne in den Auslauf geht. Und ich habe bei der Hamsterhilfe angefragt, ob Hayo noch sucht und dass ich eben nur ein Laola-Gehege für ihn frei hätte. Und das war vollkommen in Ordnung. Ich habe dann Bilder eingesandt von meinem Gehege und von dem Auslauf und habe dann das Go gekriegt. Und dann ging es um die Organisation und jetzt sitzt der kleine Hayo schon in seinem Taxi und ist auf dem Weg zu mir. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten, noch ein paar Stunden und dann kann ich den kleinen Mann dann von der Mitfahrgelegenheit abholen und kann ihn mit nach Hause bringen. Auf den Weg nehme ich euch dann natürlich mit. Ich werde, bevor ich ihn abhole, nochmal über sein Gehege drüber schauen und werde gucken, ob er noch irgendwas braucht, werde das Wasser auffüllen und werde Futter in einen Napf geben. Und zwar, um zu kontrollieren, wie viel Futter er so frisst, um da so ein bisschen einen Überblick drüber zu haben, wie viel Futter er so benötigt. Es wird noch kein Frischfutter am Anfang geben, aber das Trockenfutter ist natürlich wichtig, das Körnerfutter. Und ich werde kontrollieren, ob Sand in seiner Toilette ist, sonst werde ich das auch noch auffüllen, ob er genügend Nistmaterial hat und insgesamt, ob alles soweit schön ist für ihn. Bin ich schon ganz so nervös und freue mich ganz doll, wenn der kleine Mann dann bei mir einziehen wird. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und bis bald!